So, herzlich willkommen zurück. Und ich bin jetzt gerade drauf und dran, wir starten mal eine Testwelt, ha? Und fliegen in der einfach mal ein bisschen rum. Weil ich will einfach mal wissen, ob es hier fucking Dörfer gibt. Map-Hack? Was ist ein Map-Hack? So. Wow. Obwohl wir alle Rechte haben, unterliegen wir immer noch dem Anti-Cheat. Wir haben das Fly-Privileg, dürfen aber nicht fliegen. Muss ich mich vielleicht erstmal wieder abmelden und wieder anmelden? Wow. Das Anti-Cheat von Minecraft funktioniert schon mal relativ gut, wie wir jetzt wissen. Nee. Wir können auch noch nicht fliegen. Und wirklich schneller bin ich auch nicht. So, düsen wir hier mal ein bisschen rum. Aber auch hier sehe ich keinerlei Dörfer. Mich halt immer wieder zur Oberfläche zurückschickt, ne? Schon für ein bisschen witzig. Aber man kann machen, was man will. Keinerlei Dörfer, kann nichts für gar nichts. Ah. Das, okay, komm. Das ist mir zu blöd. Anti-Cheat. Hoffentlich kann man das Ding deaktivieren. Anti-Cheat. Weg damit. Das ist ja dumm, ey. So, können wir nämlich jetzt auch mal auch diesen Nick-Modus hier aktivieren. Den hier. Weil das kann man richtig schön nice. Das ist mal Sturzflug hier. Also mein Klon 2 hätte ich jetzt schon mindestens zwei Dörfer entdeckt in der Zeit. Wow.
So eine Gegend liebe ich ja, so eine Kieselgegend. Kann man immer schön Marslandschaft spielen. Ach ja. Tja, ich glaube, das war's mit unserer Versuchung, hier ein Dorf zu finden. In Minecraft 5 scheint es keine Dörfer zu geben. Doch, bevor ich den Glauben verliere, können wir mal gucken, ob das vielleicht eine Einstellungssache ist. Man kann ja hier relativ viel einstellen, ne? Eieiei. World, Equator, Fire, oder? Nein, Player auch nicht. Das müsste, ja, die müsste eigentlich Teil der Welt sein. Dann mache ich mal aus hier. Ist das denn? How many player have to sleep to skip the. Ah, cool. Das ist ja geil. Hiermit kann man einstellen, wie viele Prozente an Spielern schlafen müssen, damit die Nacht geskippt werden kann. Das heißt, wenn hier nur 50 steht, reicht es aus, wenn jetzt 8 Spieler an einem Server angemeldet sind, dass 4 davon schlafen und schon wird die Nacht geskippt. Oder wenn man das auf 0 stellt, dann heißt es, dass ein einziger Spieler ausreicht. Das ist ja mal geil. Okay, das ist echt. Oh, wenn man das auf mehr als 100 stellt, also 101 zum Beispiel, ne, als klassisches Beispiel, dann kann man gar nicht mehr die Nacht skippen. Was ja irgendwo logisch ist, weil 101% kann man nie erreichen, ne? Also rein mathematisch ist das schon irgendwo logisch. Aber es wird hier nochmal extra erwähnt, dass man den Wert auch auf mehr als 100 setzen kann und damit halt die Nacht nie geskippt werden kann. Das ist ja. Hä? Sind die dumm? Diese Einstellung kann geändert werden, indem man Set Einstellungswert. Ja, das kann man bei jeder Einstellung machen. Warum wird das hier nochmal extra erwähnt? Das müsste hier überall stehen. Vielleicht ist es auch überall. Nö. Ah, das ist damit gemeint. Okay. Dass der Wert auch während des Spiels also überprüft wird. Und nicht nur beim Start des Spiels. Okay. Ja, gut. Na gut, hier steht gar nicht drin, ob es nur beim Start oder nicht. Ja, gut, das ist wieder dumm. Okay. Ja, gut. Wir können mal gucken hier. Experimentell vielleicht hier. Grafik dürfte es nicht mit bei sein. Genau. Hä? Ah. Okay. Interessiert uns gerade nicht. Wir brauchen. Transparentes Eis, Classic, Command Blocks. Basic Pseudobiome Villages. Was heißt ein Pseudobiome? Wenn aktiviert, ah, okay, also wenn man das hier aktiviert, was aktiviert ist, heißt es, dass wenn man jetzt ein Dorf hat, was ja normale Grasblöcke hat, wenn das in einem Schneebiom ist, hat man keine harten Grenzen zwischen dem Dorf und dem Schneebiom, sondern das verläuft sich so ein bisschen. Gut, aber das heißt auch, dass wenn es diese Einstellung gibt, dann muss es ja Dörfer geben, oder? Was ist das denn hier? Allow Play to create Minecraft-like Map. Ui, sowas gibt es auch schon. Das ist ein relativ gutes Feature, diese Maps in Minecraft. Und das gibt es hier auch. Ja, aber irgendwie mit Dörfern kann man hier gar nichts einstellen, ne?
Gut, ich guck mal nochmal direkt nach Villages. Map Disable Villages ist deaktiviert. Ja, mehr kann man hier nicht einstellen, das ist alles. Ja, okay, wow. Ist ja, also wir wissen auf jeden Fall, es sollte Dörfer geben. Weil sonst macht diese Einstellung mit dem Überblenden ja überhaupt keinen Sinn. Gut, wir müssen also einfach nur weitersuchen. Na gut, dann kann ich hier mittlerweile auch wieder rausgehen, weil, ja, wir wissen ja, dass es Dörfer geben sollte. Ich meine, wir können mal hier so lange suchen, bis wir hier ein Dorf finden. Außerdem macht Rumpfliegen Spaß. Das wird hier eine Rumpfliegfolge. Mal kurz, ich kann mal so ganz nah. So. Jetzt fliegen wir hier die ganze Zeit auf Wolkenniveau. Was schon mal mehr ist als mein Niveau. Aber bei so ist langweilig. So hat mehr Spaß gemacht. Weil hier so schön durch die Bäume durchfliegen kann. Fusa. Wow. Schon wieder Kiesgebiet. Kein Dorf, weit und breit, das gibt's da ja nicht. Wollte gerade in die Höhle reinfliegen, aber macht ja keinen Sinn hier. So, sollen wir hier mal auf die Spitze gehen? Boah, Alter, was ist hier los? What the fuck? Ja, ich glaube mal, hier haben wir ein bisschen zu viel Ausblick, weil hier erkennen wir die Welt sowieso nie wieder. Da bräuchten wir eine Sichtweite von über 9000. Ja, wobei man kann es noch so ein bisschen erkennen unten. Aber halt, ist halt alles so klein, da kannst du halt gar nichts mehr erkennen. Ach, schau mal. Fusa. Ja. Ich glaube, da können wir in der nächsten Let's Play-Folge wieder den Heimweg antreten. Das mit dem Village finden. Ich glaube, das wird nichts. Keine Chance. So. Die Dinger hier, die spawnen relativ häufig. Und eigentlich sollten das ja relativ seltene Sehenswürdigkeiten sein. Also Sachen, die eigentlich seltener spawnen als Dörfer. Aber die Dinger spawnen andauernd, aber ansonsten irgendwas anderes nicht. Ich sehe auch erstaunlich wenig Dungeon, ne?
Wir können mal kurz reingucken hier, aber auch Dungeon sehe ich extrem wenig. Ja, also Minenschächte gibt es, schon mal sehr schön. Aber mir fehlen so ein bisschen so die klassischen Dungeon. Schon alles ein bisschen seltsam hier. Da, bei so einer Gang zum Beispiel, da hätte man in Mindclo, wenn man sich einfach so hingestellt hätte, hätte man locker mindestens so drei Dungeon gesehen. Na, vielleicht auch nur zwei oder so, keine Ahnung. Aber mindestens zwei Dungeon hätte man bei so einer Fläche gesehen. Und hier einfach gar nichts. Ich meine, es ist ja schön, wenn man das ein bisschen weniger, ein bisschen seltener macht, um realistischer zu bleiben, keine Ahnung. Aber ich glaube, die haben mit dem Runterkorrigieren des Wertes ein bisschen übertrieben. Das müssen sie wieder ein bisschen nach oben korrigieren. Weil so findest du ja überhaupt kein Dorf. Also, das ist ja... Das ist ja wahrscheinlicher, dass du im Lotto gewinnst. Oh ne, das wird nix. Geht hier ein Dungeon? Auch nicht. Es gibt keine Dungeons, es gibt keine Dörfer. Tja, was das angeht, ist Micron 5 definitiv nicht so gut. Das muss man mal so festhalten. Also vor allem, wenn ich in Dungeon, wo kriegt man bitte schön sonst Möhren her? Weil hier kriegen wir immer nur irgendwelche Äpfel und so einen Scheiß. Ich weiß halt auch gar nicht, woher wir die Kartoffel hatten. Vielleicht kriegt man ja Möhren auch hier in solchen Kisten. Aber dann scheint die Wahrscheinlichkeit dafür sehr gering zu sein. Also ich schätze mal schon, dass man Morim auch hier über solche Dungeons bekommt. Also über hier diese Minenschächte. Weil das scheint wohl das Einzige zu sein, was es hier noch so gibt in der Richtung. Klassische Dungeons sind hier gar keine mehr. Der hier drin. Na du Rapper? Was ist los, Eminem? Ja, Eminem, das ist dein Schicksal. Ha! Bitch. Ja, ich weiß nicht. Irgendwie ist das alles hier nicht so geil. Jedoch weiter rum zu pilgern bringt eigentlich auch nichts. Wumm.
Ah, Alter. So. Passwort, Band, Schaut, Server, Map-Hack, Briefs, Kick. Okay. Noch was? Interact, Schaut und was für die Standarddinger? Interact, Schaut. Achso, und Home. Aber Home gibt es ja bei Micron gar nicht. Ja, okay, dann war's das jetzt. Dann sind die Privilegien auch wieder zurückgesetzt. Okay, gut. Dann soll es das mit der Folge auch dafür auch erstmal gewesen sein. Das war ja ein großer Reinfall. Dann werden wir uns in der nächsten Folge wieder auf dem Heimweg machen. Da scheint alles nichts zu bringen. Dann ist dem halt so. Bis dann.